Hallo, ihr Lieben, ihr habt wieder jemand ganz, ganz Tolles im Interview hier. Und sie erzählt am besten selber, warum sie bei mir war und ist und wer genau sie ist. Sie ist zauberhaft. Magst du mal erzählen? Ja, hallo, ihr Lieben. Also, ich bin Angelika Brendlin. Ich komme aus Lörrach und habe 3 Kinder, bin verheiratet, mehr in ein Geschäft und bin viel am Schaffen. Aber wie ich zu dem Moniapo bin, das war irgendwie ganz witzig. Also eine Freundin von mir hat mich mitten und Yogastunde und ich habe Monia erkannt, gekannt, weil sie war Trainerin im Rückgrat und ich bin ein Rückner. Ich bin seit fast 20 Jahren im Rückgrat und trainiere immer noch. Und so war ich ab und zu in der Stunde mit dem Monia. Aber ich denke, ach, ist ja witzig, wenn man sich so wieder trifft. Und meine Freundin hat gesagt, lass uns doch mal wieder gehen ins Yoga. Und dann ist aber Zeit verstrichen. Ich habe viel geschafft. Ich habe keine Zeit gehabt. Wenn sie Zeit gehabt, habe ich keine gehabt. Wie es halt manchmal so ist. Und dann habe ich irgendwann eine E-Mail gekriegt von der lieben Tanja, ob ich nicht möchte, mal in die Hypnose kommen. Und dann habe ich gedacht, Hypnose? Ach, ich weiß nicht. Eigentlich vielleicht nochmal ein Weg, mich zu verändern oder noch mehr meine Symptome zu reduzieren, die ich ja schon seit 7 Jahren habe. Also mir ging es wirklich ganz schlecht. Ich war einfach nicht mehr ich. Meine Familie hat gemeint, ja, das geht gar nicht, was hier geht bei mir. Ich war auch so psychosomatisch weg. 7 Wochen, es hat mir auch nichts gebracht. Ich habe Medikamente. In der Klinik? Bitte? In der Klinik? Ja, ich war in der Klinik 7 Wochen. Es hat mir absolut gar nichts gebracht. Ja, magst du mal erzählen, was die Probleme waren? Weißt du, was hast du? Ja, schon? Ich habe halt viel Herzrasen gehabt. Ich war unruhig. Ich habe Nächte nicht mehr geschlafen. Es war ganz schlimm, wie ich geschlafen habe. Ich habe nur noch 3 bis 4 Stunden geschlafen in der Nacht. Also das war mega. Ich wünsche es keinem, was ich gehabt. Hautausschläge, Herzrhythmusstörungen, die habe ich ganz lang gehabt. Im Dezember war es ganz schlimm. Doch nun sind sie weg. Ich habe gar keine mehr, Gott sei Dank. Ja, und ich habe viel ausprobiert mit Heilpraktikern. Es hat mir auch gar nichts gebracht. Ich war nicht mehr ich. Es war wirklich schrecklich. Und meine Familie, die hat mir irgendwo auch leid getan. Aber immer wieder habe ich gedacht, Mann, mir müsste doch mal jemand helfen. Das gibt's doch gar nicht. Ich bin doch nicht irre. Ich bin doch nicht verrückt. Das kann doch gar nicht sein. Hast du an dir zweifelt? Weil alle, ja. Du warst wie Ärzte, Heilpraktiker und alle haben gesagt, alles ist okay. Aber ja. Du hast was anderes gespürt. Ja, ich habe einfach was langsam bezweifelt an dem Verstand. Genau. Ja. Bis dann halt viele Kohle sind und dann gesagt, das ist der Stress. Natürlich, wir haben wirklich mega viel Stress und ich schaffe auch viel. Ich glaube auch, dass einfach ein Zusammenspiel war von dem Ganzen. Das hat mich einfach triggert und einfach wieder runtergezogen. Ja. Ja, ich war oft am Weinen und ich habe, wie gesagt, habe schlecht geschlafen. Das ist ja wenn man den Schlaf raubt, ist das ganz fürchterlich. Ja. Das war für mich echt schlimm. Und meine Familie hat mir einfach nie auch geglaubt. Und ich habe immer gedacht, das sind die Böse, ich bin die Gute, ja. Ja, so wie es mal oftmals ist. Aber es ist schon an mir gelegen, natürlich. Ich habe viel zum Aufarbeiten gehabt. Das wusstest du ja alles gar nicht, was alles möglich ist. Und wie es mir eigentlich eben heute geht. Und wie jetzt, genau. Ja, mega, einfach mega. Es war ja noch so, dass du gar nicht, du konntest ja fast gar nichts mehr essen. Nein, ich konnte auch nichts mehr essen. Verrückt, du hast können eine Brötle essen, du hast nicht können Obst essen, kein Gemüse. Es war so, was soll ich essen? Alles hat verrückt gespielt. Und mein ganzer Körper, der hat wirklich verrückt gespielt. Ja. Er hat mich wirklich ausgenockt, kann man sagen. Ihr wollt mir irgendwas sagen und ich wusste einfach nicht, wie kann ich es deuten? Und was weißt du jetzt noch? Bitte? Weißt du es jetzt? Ja, jetzt weiß ich es, klar. Ja, also, wenn ich dich nicht getroffen hätte, Monia, wäre ich heute noch irgendwo, ich weiß nicht, wo ich wäre. Meine Ehe wäre, glaube ich, kaputt. Ja, glaube ich, so. Also das hat mir viel, mega viel gebracht, dass ich mit meinem Mann zusammen bin, also wirklich. Folge hier. Ja, also wirklich, du weißt ja,
hätte eigentlich alles hinschmeißen können, aber weil mir einfach keiner mehr glaubt hätte, was mit mir los ist. Ja. Und jetzt weißt du, dass du nicht verrückt bist, sondern du weißt ganz genau, dass du eine coole Socke bist. Ja, ich höre es immer wieder, dass ich eine coole Socke bin. Es muss was dran hier. Also ich bin wie eine neue Angestellte, die mit der lache ich sehr viel. Also mir ist sehr lustig. Also muss ich echt sagen, sehr schön. Was hat sich denn, damit die Leute vielleicht das von außen noch vollziehen können, was hat sich verändert in deinem Leben? Außer dass du, also du lachst jetzt viel mehr wie vorher? Auf jeden Fall, ja. Viel entspannter? Ja. Was noch? Es geht mir alles etwas leichter von der Hand. Ich bin glücklicher. Ich kann, wie gesagt, auf Herz zerreißen, wieder lache. Ich bin nämlich so geknickt und überlege über vieles noch oder bin so nachdenklich. Das bin ich auch nicht mehr geworden, also war früher. Jede Minute habe ich gedacht, oh, was habe ich? Ja. Das war so verrückt, ehrlich. Wahnsinn. Du weißt ja, wo ich gekommen bin, wie es mir gegangen ist. Das war so wahnsinnig, echt. Habe wirklich gedacht, ich lande irgendwann in der Psychiatrie, wenn mir jetzt da keiner hilft. Ja, ist so. Haben wir irgendwas gemacht? Habt ihr irgendwie dich operiert oder habt ihr irgendwie Hand an dich gelegt? Oder was habe ich gemacht? Beziehungsweise wie ist es passiert? Das ist auf so wundersame Weise. Wer hätte sich verändert? Also mir in der Hypnose natürlich hat sich einiges geändert und gelöst. Also das war Wahnsinn. Das war wie in so einem Knoten. Mir ging es dann wirklich manchmal ein, zwei Tage richtig schlecht. Ja. Ja, aber dann habe ich gemerkt, das schafft irgendwas mit mir. Ja. Und es war so. Es war echt so. Bei dir war es halt auch so, Geli, als du am Anfang warst, weiß ich nicht, ob es das für dich auch so arg gefühlt hat, es war sehr, sehr mühsam, anstrengend. Es war so viel aus, waren so viele Symptome auch. Und irgendwie ist immer, das war wie so eine riesige Waagerad, wo dann echt ins Rollenkur ist und dann war plötzlich Momentum da und die Geli war halt einfach nur noch cool drauf und es war alles so easy. Wie war das für dich? Also für mich war das, ich habe gedacht, das gibt's gar nicht, ich bin ein anderer Mensch. Ja. Wieder schlafen, es ist dann immer mehr gut, dass ich schlafen konnte. Ja, viel glücklicher in den Alltag gehen. Am Morgen aufstehen und nicht an Gedanken haben, ah, geht mir wieder schlecht. Nee, das habe ich gar nicht mehr. Morgen beginnt mit einem Lächeln. Manchmal habe ich Atemzüge, wo ich mache. Das ist einfach mein Werkzeug. Atem. Und das hilft mir mordsgut. Und wenn ich mal echt in so einer kleinen Phase wieder drin bin, die kommt wirklich im Moment mit. Also hammermäßig oder so. Aber einfach, wenn du mal wieder durchstehst und denkst, ja, was kann ich jetzt machen? Tief durchatmen. Yeah. Und immer an die Glaubenssätze denke, wie sie dreht sind oder wie ich sie dreht habe. Und ja, einfach gut. Ja. Ist das quasi bei dir schon, also für mich fühlt das gerade so, als ob das bei dir schon wie so ein Automatismus ist. Du merkst sofort, oh wow, durch den Glaubenssatz, der dient mir nicht, den dreh mal um. Und also ist das schon so wie eine neue Gewohnheit, gell? Ja, das ist wie auch für mich wie ein Neugeboren. Ja. Oh. Ja, so schön. Also ich glaube es mir immer nicht, aber es ist so. Also was der Körper macht und es ist schon so toll. Kannst du mal sagen, den Leuten, was hat dir denn am besten gefallen? Was, also überhaupt, was müsste die denn wissen über das Coaching an sich? Also du hast schon erzählt, dass es eine Hypnose geht. Was war denn das, was dir am besten gefallen hat oder dir am meisten, was war das Schönste, oder? Ja, ich glaube, du sowieso, das ist klar, ohne dich hätte ich es ja nicht geschafft und du nicht ohne mich, dass ich hier bin. Also es ist so. Also ich glaube, du bist einfach ein wundervoller Mensch, sage ich jetzt mal, und du kannst einem so gut zuhören. Und ich glaube, das habe ich einfach nie gehabt, wo jemand mir so gut zuhört. Erstens mal, das hat mir sehr viel geholfen und auch die liebe Worte, wie ich es machen kann, wie ich mich verändern kann, wie ich das schaffe, das hat mir unheimlich viel Kraft gegeben. Ja, und ich muss schon dazu sagen, du warst ein Mensch, oder bist ein Mensch, du lässt dir halt auch was sagen und du machst es dann halt auch, auch wenn es, war es nicht mal auch anstrengend für dich?
Was hat dir gesagt? Ich sage jetzt nicht so Riesenbrücke, wie ich vorher gehabt, sicher nicht. Natürlich, manche Glaubenssätze zum Beispiel habe ich gedacht, nicht richtig jetzt. Klar, aber ich habe dann immer wieder gedacht, Moni hat mir dann immer wieder gesagt, du musst mal versuchen, noch ein wenig alleine deine Glaubenssätze zu machen. Und das habe ich auch dann geschafft. Ich habe echt geschafft. Und ich muss sagen, es war einfach toll. Ja. Es war, ja. Ja, super. Und Ebbe, was war jetzt noch das Beste? Das Beste an dem Ganzen? Dass ich natürlich, dass ich wieder gesund bin, dass ich wieder Mensch bin, dass ich wieder fröhlich bin und wieder lachen kann. Und das ist unglaublich. Ja. Wow, also hammerkrass. Gibt es noch irgendwas, wem würdest du das Coaching überhaupt empfehlen? Für wen ist es überhaupt gut? Das ist eigentlich für alle gut, egal was sie haben, ob sie Angstzustände haben, ob sie mit sich unzufrieden sind, in der Familie mit mir unzufrieden sind. Ja, alle eigentlich. Mhm. Ja, finde ich, ja. Cool, finde ich auch. Ja. Und ich muss es, und das Schönste war eigentlich, wo du mir das Abschlussgespräch gesagt hast, ich muss jetzt ein Abschlussgespräch machen. Nee, das kann nicht das Ende sein. Ich darf dabei bleiben. Das ist einfach schön. Ja, also das jetzt gar nicht immer geht. Also wenn jetzt du gerade zulügst, das gibt es erst seit diesem Jahr im Frühjahr, dass es eine Abo gibt, wo du einfach immer in meiner Energie bleiben darfst, wenn du hier ein großes Coaching bürtest und du hast schon die Ziele erreicht, aber du willst einfach nur da bleiben, dann darfst du da bleiben, so lange wie du willst. Und das ist so schön. So süß, ja. Du warst auch wirklich, wo dann gesagt hat, ich will das Gespräch nicht. Ja. Kevi wollte einfach kein Abschlussgespräch, weil sie einfach nicht abschließen wollte. Ja. Weil ich bin schon immer so ein Mensch, wo nicht gern so mit irgendwas abschließt, wo er gern macht. Ja. Ja. Also da bin ich auch und da müsst ihr stehen. Es ist auch für mich schön, dass ihr noch da sind und deswegen, ich finde, es ist so eine Win-Win. Ja, und ich finde, man hat so liebevolle Menschen kennengelernt und die möchte ich nicht missen, also wir doch nicht. Ja. Ja. Also, wenn jetzt du Fragezeichen hast, wie hat man denn die Menschen kennengelernt? Wir haben hier Gruppenarbeit, also wir sind hier eine ganz, ganz übertolle Gruppe, es sind nur tolle Menschen, nur so tolle Menschen wie Geli. Und es gibt auch Arbeit, die sind einzeln, weil die einfach so tief gehen. Also wir haben beides Fußklärer. Und hier kriegst du halt immer das, was du gerade brauchst. Also er kann am Anfang schon einschätzen ungefähr, was braucht die Person und wie lang braucht man miteinander. Aber manchmal braucht es dann noch der erste Sitzung nochmal eine oder vielleicht nochmal eine, je nachdem. Das finde mir immer im Beratungsgespräch raus. Deswegen trau dich einfach und bürg dir das Beratungsgespräch. Dann wirst man mehr, dann weißt du mehr und ich auch. Und dann merkt man auch, können wir überhaupt miteinander schaffen? Kann ich dir überhaupt helfen? Geli hat sich traut über irgendwie Umwege. Aber auf jeden Fall, ja, Monja, anrufe und sich melde, das ist wirklich toll. Ja, trau dich, genau. Ja, genau, trau dich. Genau, wäre ist sonst noch irgendwas interessant für die Leute dort draußen? Eben, dass sie keine Ansprüche haben, jetzt sich dort zu melden, also es ist ganz easy. Ganz einfach und es wird sehr viel bringen. Es bringt immer viel. Es bringt, ja. Also ich habe noch nie jemanden da gehabt, wo nicht hier wirklich vorwärts gekommen ist. Ja. Und es ist so toll, das macht so diese, also am Anfang war es ja wirklich nur einzelne Sitzungen und immer wieder so dieses, ja komm, Glaubenssätze drehe, aber jetzt ist es ja diese endlich wirklich freie Methode, diese wirklich dieses zusammenführe vor so viele verschiedenste Techniken, auch Therapieformen, die ich gelernt habe. Und das ist jetzt einfach schon wirklich über ein paar Jahre, wo ich merke, so wow, das ist so effektiv, diese endlich wirklich freie Methode. Und du bist eine davon, die das so grandios umgesetzt hat. Also ja. Wenn du es nicht umgesetzt hättest, hätte ich auch nichts können machen. Also. Ja, aber überleg mal, 7 Jahre habe ich mir. Es ist mega, mega. Hammer.
Also wenn du Dodosa auch schon 7 Jahre lang leidest und kein Arzt kann dir helfen oder irgendwie zweifelst du schon an dir, dass du echt bekloppt bist und die Umfeldzeit, du simulierst doch oder du hast irgendwie das Gefühl, keiner glaubt dir mehr, dann melde dich, dann bist du hier genau richtig, weil ich weiß einfach, dass es so ist, dass es Symptome gibt, die halt keine anatomische Ursache haben, sondern eher seelische. Und da gehen wir dran, wir lösen diese tiefe Blockade auf. Und dann müsste die Körper auch nämlich schreien. Also einer hat die Körper ja nur geschrien, der hat so laut geschrien und der hat ja schon lange geschrien. Der hat ja schon vor 7 Jahren hast du ganz laut geschrien, aber du wusstest halt nicht, was es genau bedeutet. Und jeder hat halt was anderes gesagt. Das war bei dir auch noch krass, gell? Jeder Arzt, jeder Heilpraktiker hat was anderes gesagt. Und ich hab der Heilpraktiker hat sogar mal zu mir gesagt, ich darf nie mehr essen, sonst werde ich tot krank. Yes, das Gott. Ja, das genau, das wusste ich noch. Wo du zu mir gekommen bist, da hast du mir so viele verrückte Glaubenssätze gesagt, die dir mal Ärzte oder Heilpraktiker gesagt haben. Und ich habe nur gedacht, was sage ich dir jetzt, damit du jetzt nicht normal überladen bist? Und ich habe einfach mal gedacht, ich nehme jetzt einfach mal alles weg von dir. Genau. Und ich sage dir einfach mal, dass du okay bist. Und irgendwann habe ich gesagt, wow. Also, und es wäre ja auch nur ein Glaubenssatz zu sehen. Also, und es war einfach, du warst sehr suggestibel und hast halt dem Arzt glaubt und dem Heilpraktiker. Und irgendwann war die Kopf so konfus, das weiß ich noch ganz am Anfang, war die Kopf so konfus, dass du gar nicht mehr gewusst hast, was du glauben sollst. Genau. Und danach denkst du, wenn ich jetzt auch noch komme und dir irgendwas jetzt noch erzähle, dann ist irgendwie, müsst doch die Kopfbeine platzen. Und dann habe ich einfach nur gesagt, du bist okay. Und es ist auch so, du bist okay. Du musst erstmal wissen, dass du nicht spinnst, sondern dass es okay ist, so wie du es fühlst und dass es eine Zeichen ist. Und irgendwann konnte man dann diese ganzen Glaubenssätze, konnte man den Weg freischaufeln. Und jetzt weißt du, dass du hier überhaupt nichts mehr glauben musst, was dir nicht passt. Und jetzt da hast du ja auch diese Verbindung, gell, dass du immer wie fühlst. Genau. Nein, das stimmt gar nicht. Wo auch immer du das siehst jetzt, du kannst auch gern irgendwie Fragen stellen, du kannst auch, wenn du das jetzt auf YouTube siehst oder auf Facebook oder so, dann darfst du auch Frage drunter stellen, dann beantwortet entweder Geli oder ich sie. Also mach das gern. Vielleicht ist noch irgendwas anderes interessant, also lass uns da teilhaben an deine Frage und dann beantworte mir sie gerne. Und mir fällt gerade, ich kann auch Hochdeutsch sprechen, wenn ich daran denke. Das kann sie, ja. Also, ich würde sagen, das Wichtigste wissen Sie, du warst einfach wie am Boden zerstört und jetzt bist du im siebten Himmel. Es ist wirklich unglaublich, aber umso toller. Und auch umso toller, dass du dich traust, das wirklich nach oben zu bringen und dass du dich traust, dass mehr Menschen daran teilhaben können und dass die das erfahren. Weil es gibt wirklich so viele, wo denken, sie wären krank und sind es eigentlich gar nicht. Sind es gar nicht, ja. Hier werden sie geholfen. Ja, hier werdet ihr geholfen. Ganz genau. Geli, ich danke dir vielmals. Das ist so toll, dass du dich traut hast und dass du anderen Menschen die Möglichkeit gibst, wirklich an deiner Geschichte teilzunehmen. Und dass die vielleicht auch sich trauen und dass die auch wissen, ich habe dasselbe erlebt und ich weiß, hier komme ich vorwärts und hier wird mir wirklich geholfen. Und Ich spinne nicht. Ich weiß, dass du irgendwas nicht stimmt. So ist. So cool. Ich danke dir vielmal. Und euch, du Usse, macht es ganz gut. Wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, meld dich. Ich schreibe dir auf jeden Fall die Adresse drunter, schreib eine E-Mail oder buch ein Gespräch, wenn du einen Link findest. Du findest mich auf jeden Fall endlich wirklich frei. Auf alle Fälle findest du das. Und dann finden wir raus, ob auch für dich möglich ist, dass du endlich wirklich frei sein kannst. Und ich bin davon überzeugt, dass es möglich ist. Auch. Aber lass uns reden. Ich auch.
Gelisch überzeugt. Also, macht's ganz gut hier draußen. Ja, Geli, vielen, vielen Dank. Ciao, Monia. Ciao, ciao.